Die beiden Demonstrationen zum Konflikt im Nahen Osten sind weitgehend friedlich verlaufen. Auf dem Richard-Wagner-Platz kamen rund 300 Personen unter dem Motto Solidarität mit Israel zusammen. Anwesend waren unter anderem Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke und der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen, Thomas Feist. Diese Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Rund 150 pro-palästinensische Demonstrierende sammelten sich am kleinen Willy-Brandt-Platz gegenüber des Hauptbahnhofs. Hier lautete das Motto: Der Kampf um Befreiung ist international. Die Teilnehmer kritisierten die Politik Israels, die eine Organisation wie die Hamas erst stark gemacht habe. Gleichzeitig distanzierten sich Redner von den Massakern der Hamas gegen israelische Zivilisten. Ein Mann, der auf dieser Kundgebung eine israelische Flagge schwenkte, wurde des Platzes verwiesen. Weitere Zwischenfälle waren bis zum Abend nicht bekannt. Auf dem Gelände der ehemaligen Heilanstalt Dösen kehrt bald wieder Leben ein. Baubürgermeister Thomas Dienberg und Saida Bojens von der Instone Real Estate durchschnitten das symbolische Band zur Fertigstellung der ersten Wohnungen in der Parkstadt Leipzig. Von den 600 Wohnungen, die hier entstehen, sind 90 sozial gefördert. Ich freue mich, dass es hier eine gute Mischung gibt und die Grundlage sein wird, davon bin ich überzeugt, für ein gutes und gemischtes Quartier. Das heute Parkstadt Leipzig genannte Gelände des ehemaligen Klinikums Dösen ist auch bekannt für die Tötung von Kindern im Zuge des sogenannten Euthanasie-Programms während der NS-Diktatur. Ein besonderer Stolperstein weist darauf hin. Ein weiterer Gedenkplatz ist die Zittergraswiese im Friedenspark auf dem einstigen neuen Johannisfriedhof. Und auch direkt auf dem Gelände der Parkstadt Leipzig soll an diese Verbrechen erinnert werden. Die Planungen dazu laufen noch. In Leipzig gibt es nun einen weiteren Verkehrsübungsplatz für Kinder. Auf dem alten Messegelände drehten am Mittwoch die ersten Kinder ihre Runden. Angeleitet von Mitgliedern der Verkehrspolizei lernen hier Schülerinnen und Schüler Regeln und Schilder im Straßenverkehr. Wir wollen, dass die Kinder sich selbstständig bewegen in unserer Stadt. Die ganze Stadt muss eigentlich ein sicherer Schulweg sein, da sind wir ganz weit davon entfernt. Deshalb ist es extrem wichtig, dass die Kinder wissen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten können, sollen und dürfen. Hintergrund ist eine auf Landesebene geänderte Vorschrift, nach der die Radverkehrsausbildung für Grund- und Förderschüler nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr stattfinden darf, sondern in einem entsprechend geschützten Bereich. Da der Verkehrsübungsplatz öffentlich ist, kann er auch abends und an Wochenenden von Privatpersonen genutzt werden.